In Vorbereitung auf das Corporate Learning Camp 2013 ein weiteres Skype-Interview. Heute spreche ich mit Professor Dr. Peter Denbostel, Professor für betriebliches Bildungsmanagement an der Deutschen Universität für Weiterbildung. Leider klappte es mit der Videokamera am Laptop meines Gesprächspartners nicht, weswegen es mehr oder weniger ein Audio-Podcast wird. Macht aber nichts, das Thema ist und bleibt spannend. Es geht nämlich um informelles Lernen. Herr Denbostel, grenzen Sie doch mal bitte für uns das Formale gegenüber dem informellen Lernen ab. Ja, also das informelle Lernen ist ein Lernen, was nicht organisiert, nicht professionell begleitet, nicht zertifiziert ist. Gleichwohl laufen bei diesem Lernen intentionale Handlungen ab. Das heißt, Handlungen, die können in der Arbeit stattfinden, lösen eine Arbeitsaufgabe, sprechen mit Kollegen. Das kann in der Lebenswelt sein. Sie kochen eine Suppe oder reparieren ihr Fahrrad. Das heißt also, hier werden Arbeits- und Lebenshandlungen vollzogen mit einer festen Zielsetzung, die Aufgabe zu lösen, etwas herzustellen etc. Und dabei wird häufig nebenbei en passant gelernt. Diese Art von Lernen hat sich nun in der Arbeitswelt, in der Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft gegenüber einer taylorisierten oder fordistischen Arbeitswelt enorm verändert. Das heißt also, es sind immer mehr Aufgaben vorhanden in der Arbeit, bei denen wir informell, das heißt nicht intentional, lernen. Das ist das informelle Lernen. Das formale Lernen demgegenüber, das ist das, was wir üblicherweise kennen und verbinden mit Schule, Universität, Lehrgängen etc. Das heißt also, wir haben ein Curriculum, wir haben eine begleitende Person, wir haben eine Zielsetzung und im Bildungssystem haben wir durchweg das formale Lernen verbunden mit Zertifizierung. Wenn wir informelles Lernen in Unternehmen betrachten, wie sind die Anteile der beiden Lernformen gewichtet und welchen Stellenwert hat heute das informelle Lernen in Unternehmen? Ja, wir selbst haben im IT-Bereich eine Studie in Berlin und Umgebung durchgeführt. Und zwar haben wir die Beschäftigten, also die Experten, die dort tätigen, gefragt in über 500 Klein- und Mittelbetrieben, inwieweit sie denn informell lernen, also en passant bei der Arbeit, oder formal, oder nochmal anders die Frage formuliert, inwieweit ihr Wissen, ihre Kompetenzen, also die Kompetenzen der dort Tätigen, informell oder nicht formal erworben sind. Ergebnis war eindeutig, 71% der Beschäftigten haben uns gesagt, dass das informell erworben wurde, das Wissen, die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die sie haben, und 29% formal. Diese Untersuchung haben wir sowohl quantitativ als auch in drei Fallstudien durchgeführt. Natürlich haben wir die Fragen den Beschäftigten nicht so gestellt, wie ich es eben gesagt habe, sondern über andere Indikatoren ist dieses Ergebnis zustande gekommen. Übrigens ein Ergebnis, was sich mit internationalen Studien, die es schon länger als in Deutschland gibt, übereinstimmt. Das ist in Australien der Gallagher oder in Watson und andere in USA, die dieses erhoben haben, oder Livingston in Kanada. Die haben eben nicht so ein gutes formales auch Aus- und Weiterbildungssystem wie wir, sondern da wurde schon frühzeitiger zu den Kompetenzen geguckt, die in der Arbeit erworben wurden. Und dort haben wir gleiche empirische Ergebnisse vorliegen. Wenn wir all diese Ergebnisse betrachten, bekommt dann das informelle Lernen im betrieblichen Alltag die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient?
Ja, das sind ja nun Innovationen, die auf dem Weg gebracht worden sind und weitergebracht werden müssen. Ich sage es mal anders, um es mal am Beispiel einer uns allen bekannten Firma deutlich zu machen, bei VW. Das ist eine Entwicklung gewesen in den 1990er Jahren, wo man eben das Lernen in der Arbeit entdeckt hat, der Chef. Wie ich selbst hat so formuliert, er hat von dem Gold in den Köpfen der Mitarbeiter gesprochen. In einer vorherigen VW-Fabrik, das heißt in 1970er, 80er Jahren, da ist kein Wert gelegt worden oder da ist dieses Gold in den Köpfen der Mitarbeiter nicht gehoben worden. Das sind taylorisierte Prozesse gewesen, top-down, hochhierarchisiert und mit den neuen Arbeits- und Organisationskonzepten, das heißt mit flachen Hierarchien, mit Gruppenarbeit, mit halbautonomer Gruppenarbeit, Null-Fehler-Ziel. Das heißt, mit diesen neuen Arbeits- und Organisationskonzepten ist gleichzeitig den Beschäftigten eine hohe Selbstdisposition gegeben worden oder in Gruppen ist es gegeben worden. Alles nur möglich über IT, über den Mikrochip. Und dort wurde eben jetzt dieses Lernen in der Arbeit systematisch hergestellt und eingeführt. Formen dazu sind zum Beispiel KVP, kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Das ist der Coach bei der Arbeit. Das sind die wöchentlichen Gruppensitzungen der Gruppen mit qualifizierten Gruppenleitern. Da wird natürlich nicht gesagt, wir lernen jetzt informell, sondern da wird die Arbeit besprochen, die gemacht worden ist. Sie wird bilanziert in der Gruppensitzung. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht, was sind die Fehler gewesen, wie soll die nächste Schichtübergabe stattfinden, um aus vergangenen Fehlern zu lernen. Das heißt also, hier ist systematisch ein Verbesserungs- und Innovationsprozess eingeführt worden, strukturell eingeführt worden. Und mit diesem systematischen Innovationsprozess ist das Lernen in der Arbeit etabliert worden. Ausgehend von dem wahrscheinlich durchschnittlichen Corporate Learning Camp Besuchern, also Learning Professionals, Trainern, Ausbildern und HR-Fachleuten, wie können diese das informelle Lernen in ihrem Unternehmen stimulieren und unterstützen? Das ist auf verschiedenen Ebenen halt möglich. Was schon nahezu ein klassisches Konzept ist, das ist der Coach. Und der Coach ist ja in 1980er Jahren aufgekommen, also vom Sport und vom Militär herkommend, sind die Unternehmensleitungen gecoacht worden. Wenn Sie dieses mal verfolgen, dann sehen Sie, es ist ein systematischer Prozess von der obersten Hierarchieebene in das mittlere Management. Und heute ist der Coach angelangt im Produktionsprozess. Das heißt also, natürlich in Mittel- und Großfirmen findet dies statt. Dort werden eben auch die Arbeitsgruppen oder Einzelpersonen gecoacht. Und dieses Coachen heißt ja, es ist eine Vereinbarung zwischen den Beschäftigten oder auch Gruppen von Beschäftigten und dem jeweiligen Coach. Und der begleitet die Prozesse in der Arbeit. Das ist so zwischen diesen beiden, also zwischen der Gruppe oder den Beschäftigten auf der einen Seite und dem Coach auf der anderen Seite, ist das eine Zielvereinbarung, in der systematisch die Arbeitsprozesse reflektiert werden, um sie zu verbessern, um sie zu optimieren. Häufig ist es so gewesen, dass vorher Defizite festgestellt worden sind und mit dem Coach wird dann halt abgemacht, was ist dessen Aufgabe, wie sind diese Defizite zu beheben oder auch ein Coaching, wo nur gesagt wird, wir begleiten die normalen Arbeitsprozesse, um sie zu optimieren, um die Produkte, die Dienstleistungen zu verbessern. Das heißt übersetzt in die Terminologie des Lernens, um das Lernen in der Arbeit, um das informelle Lernen zu verbessern. Web 2 basiert, Stichwort Blogs, Wikis, Videos, Twitter oder Google+, beliebige andere Plattformen, findet bei immer mehr Menschen ein immer stärkerer informeller Lernprozess statt. Information wechselt den Aggregatzustand und wird immer flüssiger. Schlägt sich diese Entwicklung auch in Unternehmen wieder, beispielsweise in den hauseigenen Intranets? Ja, das ist ein langer und schwieriger Prozess gewesen, also lang meine ich jetzt beginnend in den 1990er Jahren.
Und es hat erstmal sehr starke Enttäuschungen gegeben. Enttäuschung deswegen, weil man dachte, über Intranet und andere E-Learning-Formen, Web-Based Learning etc., das würde nun eine Explosion des selbstgesteuerten, des informellen, des Lernens bei der Arbeit geben. In organisierter Form, wie gesagt, ist dies auch übers Internet hergestellt werden. An den Universitäten haben wir E-Learning-Plattformen hergestellt. Und siehe da, das ist also das Erwachen Ende der 1990er Jahre oder um die Jahrtausendwende gewesen. Dieses ist nicht gut gelaufen, teilweise sogar schlecht gelaufen. Es gibt einen ganz wesentlichen Grund dafür. Und der entscheidende Grund dafür ist der, dass die Interaktion nicht richtig gelaufen ist. Wir haben E-Learning-Formen gehabt, die waren eine Reproduktion des klassischen zentralen Lernens. Das ist die eine Seite gewesen. Im Intranet ist es so gewesen, dass die Chaträume sich nur mäßig hergestellt hatten, weil die es auch zumeist lineare Prozesse oder Top-Down-Prozesse oder einseitige Lernprozesse gewesen sind. Das heißt also, die Formen des E-Learnings und Intranets haben nicht allzu stark, teilweise gar nicht, das informelle Lernen gefördert. Wir haben aber eben dort unter den Gesichtspunkten des Web 2.0 geradezu eine Explosion des informellen oder des interaktiven Lernens, nämlich genau deswegen, weil Web 2.0 in den verschiedenen Formen, ob Wikis, ob Weblog, ob Podcast, ob eben die Intranet-Plattform in der Firma, die Interaktivität hergestellt hat. Und über diese Interaktivität, es geht ja hin bis zum Smartphone oder iPhone, haben wir eine unheimliche Verstärkung, eine nahezu Explosion des informellen Lernens. Ich kann dieses jetzt nur so sagen, das sind Beobachtungen und das sind Rückkopplungen. Eine wissenschaftliche Untersuchung haben wir bisher nicht dazu, aber wir haben eindeutig diese Rückkopplungen und es ist ja auch mit dem Charakteristikum dessen, was wir als soziale Medien oder Web 2.0 bezeichnen, nämlich die Interaktivität, auch gegeben. Das Neueste ist das Mobile Learning von mir aus. Da fangen eben neue Projekte oder neue Interaktionen an. Ich glaube, wir werden dort vor ganz neue Möglichkeiten des informellen Lernens gestellt. Abschließend noch einmal nachgefragt, was versteht man eigentlich unter konstruktivistischem Lernen? Konstruktivistisches Lernen bedeutet, dass man bei dem Lernenden anknüpft. Das heißt also, wir haben im Lerngeschehen, also Lehr mit L-E-H-R, Lerngeschehen, eine Neupositionierung. Klassisch ist es so gewesen, es ist gelehrt worden von dem Lehrer, dem Professor, dem Ausbilder. Das ist ein einseitiger, ein zumeist instruktionistischer Prozess gewesen. Es ist halt gelehrt worden. Beim konstruktivistischen Lernen, da dreht sich die Sache sozusagen um. Man betrachtet den Lernenden, er lernt in einer situativen Umgebung. Das ist der Arbeitsplatz, das ist ein Projekt in der Schule. Das heißt also, er wird in eine Umgebung gestellt oder stellt sich in diese Umgebung selbst, die seine Aufnahmefähigkeit, seinen Wissensbeständen, seinen Kompetenzbeständen entsprechend ausgelegt ist. Das heißt also, er lernt, er hat den aktiven Part, eben er verrichtet seine Arbeit. Der Begleiter, wir haben vorhin schon mal den Coach erwähnt, oder der interaktiv über die sozialen Medien hinzukommt, stellt sich auf ihn, auf den Lernenden in seiner Lernumgebung ein. Das ist das konstruktivistische Lernen.
übrigens als Lernform, ich habe Coaching erwähnt, aber wir haben dort schon im modernen Lernen, ja, ich wollte gerade sagen, seit den 70er, 80er Jahren Lernformen wie das Gruppenlernen oder die Leittextmethode, die diese Selbststeuerung, die das Konstruktivistische betonen. Aber man kann so weiter in die Geschichte gehen. Die Reformpädagogik in den 1920er, 30er Jahren, die hat dieses Lernen damals schon, das selbstgesteuerte Lernen, gefördert und dazu eben auch Lernform aufgestellt. Aus diesen Zeiten, aus den 1920er, 30er Jahren, da kommt zum Beispiel die Projektmethode von Dewey und von Kilpatrick. Das ist also jetzt hier aus den USA kommend. In Deutschland haben wir zu dieser Zeit Berufspädagogen wie Kerschensteiner und Spranger gehabt. Von Kerschensteiner die Arbeitsschule für sozial benachteiligte Jugendliche. Dort wurde das selbstgesteuerte Lernen, hat es nicht als das Informelle damals bezeichnet, aber das konstruktivistische Lernen als Lernansatz, als Lernprojekt nicht nur theoretisch dargestellt, es wurde praktisch durchgeführt. Ob das damals Projektmethode gewesen ist oder die Arbeitsschule. Kurzum, ich will damit nur sagen, Sie können übrigens auch zurückgehen bis Galileo, dass dieses Lernen, wo der Lernende im Mittelpunkt gestellt wird, wo eine über den Konstruktivismus angeknüpft wird an seinen Wissensbestände und er selbstgesteuert lernt oder arbeitet, eben auch formal lernt in einer Projektmethode oder informell bei einer situierten Arbeitsumgebung, dass dieses schon eine lange Tradition hat und das ist das konstruktivistische Lernen. Der Betrieb, lassen Sie mich das zuletzt nochmal so sagen, der geht insofern konstruktivistisch in den Arbeitsumgebungen vor, dass er, wenn er dieses Informelle aktivieren will, lerntheoretisch würden wir dieses Informelle übrigens noch unterscheiden zwischen einem reflexiven Lernen und einem impliziten Lernen, aber das ist ein weiteres theoretisches Thema, was man zum Beispiel eben auch im September thematisieren könnte. Der Betrieb, der dieses macht, der schreibt sich dann auf seine Fahne, dass er die Arbeit lern- und kompetenzförderlich gestaltet. Und dazu gibt es eine Reihe von Kriterien, die wir übrigens schon seit 20 Jahren von der Arbeitswissenschaft, Lernpsychologie etc. untersuchen. Das ist die lern- und kompetenzförderliche Gestaltung der Arbeitswelt. Und die ist konstruktivistisch. So, und abschließend nochmal nachgefragt, was kann ein Teilnehmer Ihrer Session erwarten? Was wird er wahrscheinlich lernen? Was kann er für sich und sein Unternehmen mitnehmen? Ja, die Sitzung ist ja nun auch gerade so angelegt, auch als Corporate Learning, dass die Teilnehmer mit ihren Bedarfen und Situationen kommen und wir dieses aufnehmen, was jetzt von dem Informellen und von dem Konstruktivistischen her gesehen sicherlich dort ein Ergebnis wäre, dass wir entsprechend den Lernumgebungen der Teilnehmer dieses informelle Lernen an den dortigen Arbeitsplätzen über die dortigen E-Learning-Formen, die vorhandenen oder die herzustellen, sagen, wie solch ein Konzept aussehen kann oder es schon aussieht, wie es zu verstärken wäre, dass wir dazu zusätzlich die lerntheoretischen Grundlagen, also was ist selbstgesteuertes Lernen, was ist konstruktivistisches Lernen, was ist das soziale Lernen, was sind die Möglichkeiten der sozialen Medien, der interaktiven, was ist Web 2.0, dass wir dieses gezielt auf den Punkt bringen und gemeinsam ein Stück erarbeiten. Und ich trage Erfahrungen dazu bei, die eben vorhanden sind. Soweit dieses Skype-Interview mit Professor Dr. Peter Denbostel, Professor für betriebliches Bildungsmanagement an der Deutschen Universität für Weiterbildung und Sessiongeber am Corporate Learning Camp 2013. Vielen Dank für das Gespräch, bleiben Sie uns gewogen und noch einen schönen Tag und schauen Sie auch bald wieder rein beim nächsten Interview.
Ich bedanke mich gleichzeitig und freue mich auf die Sitzung. Bis dann, wiederhören.